Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Totally Accurate Battle Simulator. Wir sind in der letzten Folge bei Quinn Kungs stehen geblieben. Oder wie man das auch immer ausspricht, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben wir hier sehr viele Ritter. Und wir haben 4000 Punkte zur Verfügung. Hier sind wir stehen geblieben. Was könnte man da nehmen? 4000 Punkte ist eigentlich auch schon eine ganze Menge. Da könnte man zum Beispiel es mit zweimal Zeus probieren. Das könnte man eventuell probieren. Ah, das sind so eine komischen Schlangen, die schießen, okay. Ja, aber das sieht ja jetzt nicht so schlecht für uns aus. Da steht ja nur noch einer. Und den wird es ja auch noch wohl erledigen. Jawohl, da haben wir den Victory. Oh nein. Das sind richtig viele Walküren. Wir haben nur 2500 Punkte zur Verfügung. Ey, das ist mega wenig, ne? Au. So viele Walküren. Wir können nur es versuchen mit einem Zeus im Hintergrund. Und davor irgendwelche, die ein bisschen ablenken, ja? Mehr kann man da eigentlich gar nicht weiter machen. Bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Echt schwer. So. Was sind das für Wäuche? Nein. Vielleicht so eine hier. Das sind aber ein paar Stück, dass die so ein bisschen abgelenkt werden, dass der Zeus dann draufgehen kann. Die machen hier richtig schnell fertig, diese Walküren, ey. Ja, das wird nichts. Obwohl. Komm, Zeus. Oh, aber knapp, ey. Der hat ganz schön die rasiert. Also vielleicht, wenn wir den ein kleines bisschen vorne hinstellen, dass der direkt drauf kann. Wo war er? Hier ist er. Dass er direkt, wenn die Walküren da raufgehen, dass er direkt seine Dinger da, seine Blitze oder so, darauf schießen kann. Ja, aber die lenken die halt nicht lange ab, ja? Die gehen so schnell down und das ist das Problem. Ja, das ist echt nicht cool. Aber ich wüsste jetzt nicht, welche die ein bisschen länger aufhalten könnten. Und was ist mit denen, wenn man hiervon noch ein paar hinstellt? Dass die da erstmal reinspringen und dass der Zeus dann im Hintergrund ein bisschen agiert. So vielleicht. Ah, die gehen direkt auf den Zeus. Das war nicht so optimal. Wir müssen den ein bisschen weiter nach hinten hinstellen. Ja, die machen die aber so schnell down, ne? Aber das sieht gut aus jetzt. Das sieht echt gut aus. Jawohl, wir haben den Victory. Perfekt. Aber ich muss sagen, diese Mission hier war echt schwer, also. So, hier haben wir Ritter. Wir haben auch Heiler und diese komischen Dudler hier. Wir haben 3800 Punkte zur Verfügung. Da würde ich auch auf jeden Fall einen Zeus nehmen. Im Hintergrund. Und davor könnte man so ein paar Sarissa stellen. So. Die sich so ein bisschen aufhalten, dass der Zeus von hinten draufballern kann. Mit seinen Blitzen. Ja. Die Heiler müssen auf jeden Fall down gehen erstmal. Komm, Zeus, hau drauf. Ah. Kriegt er den? Ja, er kriegt ihn. Okay, da hinten sind noch so eine Bogenschützen. Komm. Der muss in Reichweite kommen für seine Blitze. Jawohl, einen hat zerlegt, den zweiten. Und das war's. Victory. Schön. Oh, hier sind wieder Walküren. Und Wikinger. Aber diesmal haben wir sie mehr Punkte. Das sollte auf jeden Fall was werden. Ein Zeus werde ich auch wieder hinstellen. Aber erstmal müssen die so ein bisschen abgelenkt werden. Wen nehmen wir da? Ne, Archer sind nicht gut, die haben Schilde.
Da würde ich vielleicht ganz viele Farmer hinstellen. Dass die da erstmal im Vordergrund so ein bisschen die aufhalten und dass Zeus dann von hinten drauf kann. Boah, das sind aber schon eine Menge Gegner, ne? Komm, Zeus, weiter, weiter, weiter. Na los, schieß. Oh, die Valkyren haben ihn jetzt schon. Das ist nicht gut. Wir brauchen da andere. Wir müssen hier vorne andere hinstellen. Oder wir nehmen zweimal Zeus, ne? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn man den zweimal nimmt und dann hier vorne ein paar Sarissa hinstellt. Alter, das sind da so viele Gegner. So wird das nichts. So wird das gar nichts. Ja. Ich werde im Hintergrund Archer hinstellen. Viele. Und vorne irgendwelche, die da so ein bisschen kämpfen können. Hier, Sarissa. Los, Leute, schießen, schießen. Drauf da. Komm auf die Valkyren drauf. Schön auf die Valkyren. Schieß doch. Nee, das ist nicht gut. So schlecht war es eigentlich gar nicht, ja? Aber ich glaube, wir müssen doch wieder es mit Zeus probieren. Ja, Zeus muss das wieder regeln. Was könnte man im Vordergrund stellen? Das ist die Frage. Vielleicht können wir selber ein paar Valkyren hinstellen. Na, jetzt gehen die direkt auf den Zeus. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das sollen die nicht machen. Wir stellen hier mal ein kleines bisschen nach hinten den Zeus. Wo schießt denn der Zeus hin? Treff doch mal diese Valkyre. Ey, das sind zu viele Gegner, Mann. Ach ja. Vielleicht können wir das noch so ein bisschen mit Bone Mages hier machen. Dass sie die Bone-Truppen vielleicht so ein kleines bisschen aufhält. Und... ja, denn dahinter vielleicht den Zeus stellen. Ja, da können wir noch ein bisschen mehr hinstellen. Da können wir noch ein paar Sarissa hinstellen. Das hat es jetzt schon ein bisschen mehr erwischt. Komm, die restlichen schaffst du. Komm, Zeus. Ja. Jawohl, da haben wir endlich den Victory. Wurde ja auch mal Zeit, ne? So, wen haben wir hier? Ich sehe da, ist das ein König? Ja, das ist ein König, der hat Heiler. Hier sind wieder so ein Dudler, hier ist noch ein König. Wir haben 5300 Punkte zur Verfügung. Da würde ich sagen, wir stellen Kanonen hin. Ja, ein bisschen mehr verteilt. So. Probieren wir das Ganze mal so. Komm, weiterschießen, Kanonen, weiterschießen. Ja, diese Archer haben schon eine Kanone platt gemacht. Na komm, baller drauf. Nee, das reicht nicht. Wir brauchen auch noch... obwohl, wir machen das anders. Wir nehmen Valkyren. Wir nehmen Valkyren dafür. Das ist, glaube ich, die bessere Idee. Ja, schön erstmal auf die Archer, weil die schießen. Geht doch erstmal auf die Heiler. Genau. Oh, knapp, richtig knapp. Wir brüllen jetzt gleich hier nochmal, ey. Das war richtig knapp. Der eine Valkyrie geht direkt down am Anfang. Das heißt, wir müssen die direkt vorne an der Linie hier platzieren.
Damit die direkt angreifen und nicht warten, bis die abgeknallt werden. Ja, genau, die eine geht direkt auf die Heiler da drauf. Das ist sehr gut. Dann sind nämlich keine Heiler mehr da für die Könige. Und dann gehen die auch schneller down. Jetzt sieht es nämlich auch viel besser für uns aus. Ja, komm, der letzte König noch. Und dann war's das Ganze. Victory! So, wir haben jetzt zwei Mammuts. Und dann auch so ein paar andere. 5900 ist ja eine Menge, würde ich sagen. Die haben Schilde. Auf jeden Fall, ja, Valkyren für die Mammuts auf jeden Fall. Ja, so viel. Ja, komm, wir probieren es mit den Valkyren. Die sind eigentlich auch immer sehr effektiv. Gerade gegen diese Mammuts. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, das Mammut noch, das müsste auch gleich. Und da haben wir den Victory. Schön. Gut, hier sind so eine Steinschleudern, also Katapulte. Da sind ein paar Ritter. Aber wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.